Hallo ihr Lieben, ich mache hier weiter mit meinem Abschluss der Buchbesprechung von Thomas Gordon, also ein Abschluss in mehreren Videos natürlich, davon ist das jetzt eins. Wir sind hier am Ende des Kapitels mit dem schönen Titel Gründe für Optimismus und wir sind in der zweiten Hälfte des Unterabschnitts die Ausbreitung der Demokratie, eine Art Lebensresümee von Thomas Gordon, wo er also so Bilanz zieht. Und diese Bilanz lustigerweise unter den Titel Die Ausbreitung der Demokratie stellt. Also man könnte sagen, das Projekt von Thomas Gordon war möglicherweise die ganze Zeit über Demokratie zu verbreiten, was ihn natürlich für jemanden wie mich umso interessanter macht, wenn ich auch völlig uneins mit ihm bin über die geeigneten Mittel, Demokratie auszubreiten, also zur Vergrößerung demokratischer Praktiken in unserer Gesellschaft, in unserer Welt zu führen. Ich bin da einfach fundamental anderer Ansicht, aber oft sind es ja gar nicht die Strategien, die uns trennen, sondern die Absichten. Also Menschen gleicher Absicht, die verschiedene Strategien verfolgen, können meistens ganz gut miteinander. Menschen, die aber ganz grundsätzlich verschiedene Dinge erreichen wollen, da wird es schwieriger. Also mit den gleichen Zielen und man ist sich nur über den Weg uneins, das ist meistens relativ harmlos, wenn man ganz verschiedene Dinge am Ende will. Das ist schwieriger und da können wir auch weniger in Beziehung gehen. Das ist oft dann schwierig. Aber nicht unmöglich. So, davon handelt ja auch das ganze Buch hier. Ich mache hier also weiter. Ich bin offen gesprochen jetzt gerade noch etwas angeschlagen oder müde. Ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag. Und lustigerweise das Anstrengendste war das Radfahren. Ich bin eine knappe Stunde hin, eine knappe Stunde zurückgeradelt. Und ich bin scheiß unfit einfach. Ich wusste, dass ich unfit bin, aber jetzt habe ich es nochmal gespürt. Die Rückfahrt mit Gegenwind und Schneegestöber und es ist auch die ganze Zeit bergauf. Das war schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Und ich bin also ganz schön gerade energetisch im Keller. Mach das aber hier trotzdem. Und meistens ist es dann so, dass ich beim Machen wieder mehr Energie bekomme und dass es mir wieder besser geht. Deswegen mache ich sie auch. Also wir sind hier auf Seite 130 des Buches. Zuletzt hatten wir gehört, dass ein gewisser Dr. W. Sterling Edwards auf Thomas Gordon zugegangen ist und der eben einen anderen Umgang mit in der Arzt-Patienten-Interaktion, Kommunikation gepflegt hat. Und da schließt er jetzt an auf Seite 130 und sagt jetzt dazu, das Ergebnis war ein Buch mit dem Titel Patientenkonferenz Ärzte und Kranke als Partner. Vieles habe ich von Dr. Edwards gelernt, doch am tiefsten hat mich sein Mitgefühl beeindruckt. Als ich ihn fragte, ob er in dieser Hinsicht eine Ausnahme unter seinen Kollegen sei, erwiderte er, keineswegs, den meisten Ärzten lägen ihre Patienten sehr am Herzen. Sie wüssten nur manchmal nicht, wie sie es zeigen sollten. Ich halte das für einen großen Irrtum angesichts der Gesundheitssysteme, wie die gebaut sind. Ich glaube nicht, dass es die Frage ist, wie man das zeigt. Die Frage ist, wie kann man die so bauen, dass sie nicht Stress pur für Ärzte sind die ganze Zeit, weil wenn man die ganze Zeit im Stress ist, kann man nur sehr schwer die vielleicht im Prinzip gegebene Empathie oder sagen wir mehr den Wunsch nach Empathieverhalten einfach nicht ausleben. Ja, also du kannst nicht Empathie praktizieren, wenn du nicht Zeit hast für deine Patienten, wenn du so getaktet bist, wie es die meisten Ärzte in ihrem Alltag sind. Ich halte das also nicht für eine Frage von fehlendem Know-how oder etwas, was man trainieren oder lernen müsste. Das halte ich unter bestimmten Bedingungen sogar pervers, also Ärzten Empathietrainings zu verpassen, solange eben die Rahmenbedingungen, unter denen sie ihrem Beruf nachgehen, so gebaut sind, wie sie eben sind, wo Empathie gar nicht wachsen kann. Empathie braucht Zeit, braucht Ruhe, braucht Innehalten, braucht auch die Fähigkeit, sich auf jeden einzelnen Menschen einzustellen. Und wenn man also versteht, wie unterschiedlich Menschen heutzutage sind, das verstehen leider zu wenige Menschen, also was eben es bedeutet, in einer 8-Milliarden-Gesellschaft zu leben und warum das durchschlägt auf die menschliche Diversität, also warum automatisch, wenn wir 8 Milliarden Menschen sind auf dem Planeten, im Unterschied zu 2,5 Milliarden, die wir noch in den 1950er Jahren waren, also wir haben uns ja mehr als verdreifacht und auch die Zahl davor war schon unerreicht hoch. Also wir haben Steigerungsraten von der Population gehabt jetzt in den letzten Jahrzehnten. Das ist ganz unglaublich in diesen Dimensionen. Und das geht ja noch weiter bis ungefähr ins Jahr 2065, bis die Weltbevölkerung dann wieder anfängt zu schrumpfen, nach allen Prognosen, die ich kenne. Also, was ich damit sagen will, ist, wenige Menschen verstehen, dass wir in einer ganz, ganz, ganz besonderen Situation leben, in einer ganz, ganz besonderen Gesellschaft und dass das auch auf die Mikroprozesse in unserem Alltag durchschlagende Wirkung hat. Eine dieser durchschlagenden Wirkungen ist, die menschliche Diversität ist heute extrem viel höher, als sie jemals war zu irgendeiner Zeit. Das hat auch nicht was damit zu tun mit Ethnologie und Vermischung und so. Das hat was damit zu tun,
dass sozusagen Menschen, wenn sie in einer so großen Gesamtgesellschaft zusammenleben wie unserer heutigen Weltgesellschaft, also knapp 8 Milliarden Menschen, dass wir, weil wir eben Kleingruppenwesen sind, automatisch uns differenzieren. Also ich rede hier eher von kultureller Diversität. Über die biologische Diversität weiß ich zu wenig, da muss man Evolutionsbiologen fragen oder Genetiker, da können die was zu sagen. Aber so zur Wirkung auf der kulturellen Ebene muss man eher soziologisch denkende Menschen fragen. Und auch wenn ich selber jetzt nicht Soziologie studiert habe, ich habe aber in der Soziologie publiziert sogar. Ich habe einen Artikel publiziert in der soziologischen Zeitschrift als Ergebnis der Teilnahme als eines soziologischen Kongresses. Meine Schwester ist Soziologie-Professorin. Das sagt natürlich nichts. Also ich habe unendlich viel weniger Ahnung als sie von Soziologie. Aber was ich sagen will, ist, soziologisch denkende Menschen können zu diesem Thema mehr sagen. Und ich nehme für mich in Anspruch, dass ich zumindest ab und zu die soziologische Brille aufhab und die soziologische Brille sagt, die Diversität der heutigen Menschheit ist exorbitant groß. Sie ist so groß, dass sie sogar für uns unsichtbar ist, weil wir mit ihr gar nicht ansatzweise in Kontakt kommen, beziehungsweise wir haben in unserem Alltag, selbst wenn wir, wie viele Ärzte, mit ihr in Kontakt kommen ansatzweise, nicht die Zeit, uns ihr so zuzuwenden, wie sie das aber bräuchte. Das heißt, heute, gerade aufgrund der großen, großen menschlichen Diversität, müssten alle Menschen, die in Menschenberufen arbeiten, wie zum Beispiel Ärzte, sehr viel Zeit geschenkt bekommen von uns als Gesellschaft, um sich auf die Individualität der heute gegebenen Menschheit, also uns selber, überhaupt einlassen zu können. Diese Zeit diesen Menschen zu schenken, die in Care-Berufen sind, die in Menschenberufen sind, sparen wir uns und das fällt uns tierisch auf die Füße. Nicht nur, dass der ganze Alternativmedizinbereich sich nur deswegen ausgebildet hat, weil wir völligen irrigen Fehlannahmen den medizinischen Bereich auf Effizienz getrimmt haben, in völliger Verkennung, in was für einer Gesellschaft wir zusammenleben. Also sozusagen meine Generalthese ist, die moderne Gesellschaft ist bewusstseinstechnisch nicht mal ansatzweise auf der Höhe ihrer selbst. Das heißt, wir denken noch so und vor allem handeln wir noch so und haben solche Institutionen, als würden wir in relativ kleinen Gesellschaften leben. Die meisten unserer Denkformen, Handlungsformen, Praktiken, Institutionen, Verfahren passen prima, solange wir in einer relativ kleinen, einfachen, wenig differenzierten, wenig komplexen, wenig dynamischen Gesellschaft leben. Dann ist das völlig in Ordnung, einigermaßen in Ordnung zumindest. Wenn man aber in so einer Gesellschaft lebt, wie der, in der wir faktisch, reell, seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten leben, muss all das umgestellt werden und das haben wir noch lange nicht getan. Wir sind ganz am Anfang eines Anpassungsprozesses und mit diesen Dimensionen, mit denen wir mittlerweile zu tun haben, und ich meine rein zahlenmäßige Dimensionen, wie viele Menschen leben gleichzeitig auf dem Planeten, umgehen zu lernen. Und was für einen großen, großen Unterschied das macht, das, Entschuldigung, haben die meisten Menschen heute noch nicht erfasst und auch viele tonangebende Menschen haben das nicht mal ansatzweise erfasst, inklusive vieler Soziologen, Polittheoretiker, vieler Philosophen, vieler Politiker, vieler Wirtschaftsbosse, vieler Wirtschaftsberater. Die allermeisten Menschen verstehen immer noch nicht, in was für einer Gesellschaft wir heute leben. Sie denken so, als würden wir in einer sehr einfachen Gesellschaft leben, weil viele Dinge, die sie sagen und machen, machen nur Sinn vor dem Hintergrund dieser Voraussetzung. Und das ist aber nicht die Welt, in der wir leben. Wir leben an unserem eigenen Leben vorbei, wir leben an unserer eigenen Gesellschaft vorbei. Wir haben Formen, die dringendst angepasst gehören, die überhaupt nicht mehr in die heutige Zeit passen. Und das hat einfach nur was mit Gesellschaftsgröße zu tun. Das ist so simpel. Nur hat das überhaupt keine simplen Auswirkungen. Diese simple Tatsache, dass wir 8 Milliarden Menschen gleichzeitig auf dem Planeten sind, hat so weitreichende Folgen, die bis in die kleinsten Ritzen unseres privaten Alltags dringen und dort Bedeutung haben und sich dort entfalten in ihrer Wirkung. Und das ist nicht mal ansatzweise erfasst. Ja, also dass auch zum Beispiel es eben nicht ein marginaler Unterschied ist, ob jetzt gerade 2,5 Milliarden Menschen auf dem Planeten leben oder eben knapp 8 Milliarden. Und ich meine damit nicht Ressourcenverbrauch. Das Thema gibt es auch noch. Also so können wir alle ernähren und was ist mit Ressourcenverteilung? Ich meine mehr, wie wirkt sich das auf die menschliche Differenziertheit aus? Wie wirkt es sich auf sozusagen die Bildung von Milieus und Submilieus und Sub-Sub-Sub-Sub-Submilieus? Also sozusagen. Wie kann ich sagen, wir wissen im Grunde immer noch nicht, dass wir in einer modernen liberalen Gesellschaft leben. Kognitiv wissen wir das vielleicht ansatzweise, aber wir erfassen es nicht so richtig, was das eigentlich heißt. Und einer dieser Aspekte davon, dass wir es nicht erfassen, sorgt dafür, dass wir Menschen, die mit Menschen arbeiten, nicht die Zeit schenken, nicht denen die Zeit ihnen zur Verfügung stellen, die sie bräuchten, um in dieser Situation, in dieser gesellschaftlichen Situation, angemessen mit ihren Patienten, Klienten und so weiter umgehen zu können. Und diesen Menschen, denen wir also völlig untaugliche, völlig ungeeignete Bedingungen für ihre Arbeit stellen, dann am Ende ein Empathietraining zu verpassen,
kann ich nur am Ende als Zynismus begreifen. Das ist also eigentlich eine zynische Geschichte, statt die Rahmenbedingungen anzupassen, sodass die Leute eigentlich ihre natürliche Empathie leben können, sagt man den Leuten, oh, ihr wisst wahrscheinlich nicht, wie Empathie geht, deswegen seid ihr so unempathisch. Nee, die Leute sind nicht deswegen unempathisch, weil sie nicht wissen, wie empathisches Verhalten geht, sondern weil sie dafür nicht die Zeit, nicht die Kraft, weil sie viel zu viel Druck, viel zu viel Pressure, viel zu hart getaktet sind dafür. Und die Menschen, denen sie begegnet sind, hoch unterschiedlich sind und in dieser Taktung kann man dieser Unterschiedlichkeit von Menschen gar nicht begegnen. Ja, man kann auch nicht richtig diagnostizieren, man kann nicht zwischen den Zeilen hören, man kann nicht verborgene Zusammenhänge hören, man kann die Krankengeschichte der Leute nicht wirklich würdigen, man kann so tun, als ob, man kann es vortäuschen, aber man kann es nicht wirklich, weil das braucht Zeit. Sich auf einen Menschen einzulassen, wo ich tausend Dinge nicht mehr als selbstverständlich gegeben voraussetzen kann, braucht Zeit. Ich muss erstmal verstehen, womit habe ich es eigentlich zu tun, und damit meine ich nicht nur das Krankheitsbild. Ich meine auch der Mensch, der die Krankheit hat. Um nicht zu sagen, der die Krankheit ist, um diese fatale Redensweise zu benutzen. Also es ist ein problematischer Unterschied zwischen eine Krankheit haben und eine Krankheit sein. Aber es gibt halt sehr viel auch auf der Seinsebene. Ja, also gewordenes, gelebtes Leben, das total unterschiedlich heute sein kann, weswegen ich jemand, der vordergründig mit den gleichen Symptomen in meine Praxis kommt oder in mein Krankenhaus, in meine Behandlung als Arzt, ich tausend Dinge nicht als selbstverständlich voraussetzen kann, sondern ich muss mir das erst erarbeiten und ich muss es mir zusammen mit meinem Patienten erarbeiten. Das braucht Zeit. Ja. Und diese Zeit schenken wir Ärzten nicht. Ärzte sind genauso wie Lehrer die ärmsten Schweine der Welt. Ja. Wir stellen ihnen völlig untaugliche Bedingungen für ihre Arbeit. Und dann hauen wir oben auf sie drauf und dann klatschen wir noch irgendwelche Trainings- und Weiterbildungen auf sie drauf. Das ist nicht, was diese Menschen brauchen. Sie brauchen andere Rahmenbedingungen für ihre Arbeit, sodass ihre Arbeit die eine der schönsten Arbeiten ist, die man überhaupt machen kann als Mensch. Also ich halte nach wie vor Berufe wie Ärztin, Lehrerin und Ähnliches für die tollsten Berufe der Welt, aber nicht unter diesen Rahmenbedingungen. Ja. Da kannst du nur ausbrennen oder einen scheiß Job machen. Das ist meistens die Wahl, die du hast. Entweder du machst Raubbau an dir selber und machst einen super Job und irgendwann kannst du nicht mehr, oder du machst halt einen oberflächlichen Job, damit du nicht untergehst. Du verwaltest die Leute nur noch. Ich habe das selber erst dieses Jahr wieder mehrfach erlebt, mit solchen Ärzten zu tun zu haben. Ich werfe das diesen Ärzten nicht vor, weil ich sehe ihre Situation, in der sie sind. Ich erwarte nichts anderes mehr von ihnen, ja, weil ich sehe die Rahmenbedingungen, unter denen sie agieren müssen. Trotzdem ist es nicht schön, so zu behandelt zu werden, wenn man ein Problem hat. Also wenn man ein Problem, ein gesundheitliches Problem hat, hätte man da gerne einen Menschen auf der anderen Seite, der überhaupt noch Rahmenbedingungen hat, in denen er empathisch sein kann. Da die Menschen diese Rahmenbedingungen nicht haben, sind sie nicht empathisch mit uns. Und deswegen fühlt es sich meistens scheiße an, mit Ärzten zu tun zu haben. Das müsste aber nicht so sein. Und das ist nicht der Fehler der Ärzte. Nicht die Ärzte sind schuld. Das ist nicht ein persönlicher Fehler, den man mit einem Training beheben kann oder so. Ja, Entschuldigung, meine klappert schon wieder hier und ich... Ach, dieses scheiß Headset, Entschuldigung. So, also, was ich sagen will ist, wir sind eine ganz schön krasse Gesellschaft. Wir gehen mit den Leuten, die sich um uns kümmern sollen, gehen wir geschlecht um... Und wundern uns dann, dass sich so schlecht um uns gekümmert wird. Also man muss Kümmerern gute Bedingungen stellen für ihre Arbeit, damit sie sich überhaupt gut kümmern können. Und das ist unter heutigen Bedingungen hoch voraussetzungsreich und meistens sehr teuer. Ja, das Problem sind die Kosten. Ganz simpel. Gute Care-Arbeit ist einfach teuer. Es kostet Zeit heutzutage. Du kannst nicht, sonst landest du in Management und Verwaltung. Dann werden die Leute nur noch verwaltet, durchgewunken. Und ich weiß, wovon ich rede. Es ist mir dieses Jahr mehrfach so passiert. Ich wurde verwaltet, wo ich Zuwendungen gebraucht hätte, wo ich jemanden gebraucht hätte, der erstmal zuhört, der erstmal versteht, wen er da vor sich hat und was eigentlich das Problem ist. Stattdessen wurde ich weiterverwiesen wild. Und das war also der Klassiker. Ich ging zum Arzt mit einem Problem und kam zurück mit 10, die ich vorher nicht hatte und die auch überhaupt nicht das Problem waren. Also mir wurden Probleme gemacht, statt dass mein Problem gelöst wurde. Und das ist einfach, das passiert, wenn keine Empathie im System ist. Das ist, weil keine Empathie im System ist, weil überhaupt keine Zeit und Ressourcen im System sind und die halt Empathie zu seiner Entfaltung braucht, damit Empathie überhaupt im System sein kann. Aber gut, ich schwadroniere und ich beklage mich. Ich bin ja auch nicht als einziger betroffen davon und schon gar nicht der Hauptbetroffene. Es gibt andere Menschen, die haben sehr viel mehr mit diesem System zu tun, zum Beispiel, weil sie eine chronische Erkrankung haben oder eine sehr schwere, sich sehr langziehende Erkrankung. Die kommen dann die ganze Zeit in den Genuss dieses Systems, von den Leuten, die in diesen Berufen arbeiten, ganz zu schweigen. Die müssten sich beklagen. Ja. Die kriegen das ja tagtäglich ab, was in den Systemen los ist und wie beschissen das ist. Ja, aber die Leute sind alle ganz tapfer und beklagen sich nicht oder nicht zumindest so, wie die Sache es verdient hätte. Die sind ganz zahm und ganz vernünftig und das ist eigentlich nicht gut. Also eigentlich müssten alle Ärzte und Lehrer im kollektiven Dauerstreik sein, bis es besser ist. Werden die aber nicht machen, weil sie zu viel Verantwortungsgefühl haben. Ja.
auch die ganzen Pflegekräfte und all die Leute, die also einen Hammerjob machen, einen übermenschlichen Job machen tagtäglich, rebellieren ja nicht so, wie sie müssten, weil sie sich zu verantwortlich fürs Wohlergehen ihrer Patienten und Kunden fühlen und sie die nicht im Stich lassen wollen, ja. Und eigentlich bräuchte es aber eine breite, breite Revolte. Ja, eine breite Revolte, wo alle sagen gleichzeitig so, wir machen das keinen Tag weiter mehr so mit. Das ist das, was das System eigentlich bräuchte, aber es wird nie passieren. Weil man das Verantwortungsgefühl von sehr verantwortungsvollen Menschen systematisch ausbeutet und mit Mann meine ich uns. Wir tun das. Wir als Gemeinschaft. Wir als Gesellschaft, wir als Staat beuten diese Menschen aus, die für uns da sein sollen. Und dann wundern wir uns, dass wir schlecht behandelt werden. Ja, so sind wir. So, also was ich nur sagen will, ist Training, Empathietraining unter bestimmten Bedingungen ist zynisch. Und ja, es revoltiert mich sehr. Also, vor kurzem haben wir ein 16-Stunden-Programm, also ein Training für Schüler entwickelt, Resolving Conflicts at School, Konflikte in der Schule lösen. Die Jugendlichen lernen, was es mit Konflikten auf sich hat und warum sie eskalieren, wie sie die eigene Sicht der Dinge ohne Schuldzuweisungen zum Ausdruck bringen, wie man sich die andere Sicht der Dinge anhört und wie sie zu keiner Konfliktlösungen gelangen können. Anschließend üben sie diese Fertigkeiten in realistischen Rollenspielen ein. Schließlich erfahren sie, wie man Konflikte schon im Ansatz verhindert. Ne? Also Anti-Konflikt-Konfliktpräventionsprogramme sind das sozusagen an Schulen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat auch mein Sohn in der Grundschule mehrere solche Programme durchlaufen, die also der Gewalt in Schulen entgegenwirken sollten. Ja, da hat mein Sohn teilgenommen. Wird heute in deutschen Grundschulen gemacht, zumindest hier in München. Wie es woanders ist, weiß ich schlichtweg nicht. Zusätzlich bieten wir ein Mediatorenprogramm für Schüler an, in dem sie lernen, wie sie bei Streitigkeiten und Konflikten anderer vermitteln können. Familien können bei uns ein Selbstlernprogramm erhalten, das Kinder, Eltern, Kinder und anderen Familienmitgliedern dazu dienen soll, die Fertigkeiten zu erlernen und einzuüben, mit denen sich positive Beziehungen herstellen lassen. Es heißt Family Effectiveness Training, FET, und hat den Vorteil, so organisiert zu sein, dass es sich leicht in den randvollen Terminkalender moderner Familien einbauen lässt. Das FET-Programm eignet sich auch ausgezeichnet für Paare, die sich eine engere und erfülltere Beziehung wünschen. Ich weiß nicht, was ihr so kennt, aber ich kenne so Trainings, die tatsächlich lustigerweise von der katholischen Kirche ausgegeben werden. Ich kriege die Namen nicht mehr zusammen. KIK heißt das eine, konstruktive Ehe oder KEK, konstruktive Ehe und Kommunikation. Da haben wir teilgenommen. Das ist, glaube ich, für langjährige Paare. Und dann gibt es noch einen zweiten Kurs, da weiß ich den Namen nicht mehr, für Paare, die noch nicht so lang zusammen sind. Und da treffen sich dann so Paare und unter eben Anleitung mit ganz bestimmten Methoden lernt man da, wie man so in der Partnerschaft das Schlimmste, sage ich mal, verhindert. Da habe ich mit meiner Partnerin, also an beiden Formen habe ich teilgenommen. Das ist aber auch jetzt schon wieder lange Jahre her. Daran sieht man auch, wie lange wir schon zusammen sind. Wobei es ja doch viel, viel, viel treuere Paare gibt, wie ich immer wieder feststelle. Also Paare tatsächlich in meinem Alter, die schon sehr viel mehr Jahrzehnte zusammen sind. Ich bin immer wieder überrascht. Ich finde schon uns ein langes, altes Paar. Ja. Ich bin ganz erstaunt über die jetzt 15 Jahre, die wir schon auf dem Buckel haben. Und dass ich überhaupt in der Lage bin, so eine Langzeitpartnerschaft zu führen, erstaunt mich doch sehr, immer wieder neu. Für uns beide ist das ein persönlicher Rekord. Na, mal gucken. Ich will nur sagen, solche Programme gibt es aus allen möglichen Ecken und Enden. Und ich kann nicht sagen, dass es schlecht war. Ja, bei allem, was ich sonst noch so kenne an Trainingsmethoden und Empathiemethoden und Beziehungsmethoden, war das nicht schlecht, was da die katholische Kirche anbietet. Ich selber bin ja religionslos. Glücklich religionslos. Jetzt kommt weiter so das im Zuge des Resümees, dass der Thomas Gordon zieht über sein Leben. 83-jährig schreibt er folgendes: Zu meiner Überraschung wurde ich dreimal für den Friedensnobelpreis nominiert. Zwar habe ich ihn nicht erhalten, fühlte mich aber so geehrt, als wäre das der Fall gewesen. Das ist doch nett. Da möchte ich Sie auffordern, Ihren Beitrag zum Weltfrieden zu leisten, indem Sie sich mir anschließen und Ihre Beziehungen demokratisieren. Lesen Sie als Beispiel den Brief, den Professor Li Yang Sub, der durch einen glücklichen Zufall auf die in diesem Buch beschriebene Beziehungsfertigkeiten stieß und sie als Vater nutzen konnte. Zitat: Ich bin Physikprofessor an einer Universität in China und habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Heute ist mir klar, dass ich ein autoritärer Vater war. Meine Kinder sollten Hervorragendes leisten und ich versuchte ihnen die bestmögliche Erziehung zuteilwerden zu lassen.
Doch mein Sohn enttäuschte mich tief. Unser Verhältnis wurde immer schlechter. Am 24. Februar 1996 nahm mein Sohn eine Stellung in einer anderen Stadt an und ich hatte eigentlich vorgehabt, ihn zum Flughafen zu begleiten. Doch er war mit meiner Frau dorthin gefahren und hatte sich noch nicht einmal von mir verabschiedet. So schlecht war die Beziehung. Später erfuhr ich, dass er sich auf dem Flughafen sogar mit meiner Frau gestritten hatte. Am selben Tag musste ich nach Seoul. Das Herz war mir schwer. Zufällig beging ich dort Professor Rose Insa Kim von der Universität Sogang und berichtete ihr, wie sehr mich die Beziehung zu meinem Sohn belastete. Sie schlug mir vor, an einem Elterneffektivitätskurs teilzunehmen. Ich folgte ihrem Rat und mein Leben veränderte sich. Nach dem ersten Kurs nahm ich noch an zwei weiteren Elterneffektivitätsgruppen teil. Mir wurde klar, dass alle Eltern neue Kommunikationsfertigkeiten für den Umgang mit ihren Kindern entwickeln müssen. Ich hatte alle nur denkbaren Kommunikationssperren verwendet, befehlen, fordern und kritisieren. Hätte ich früher an einem solchen Kurs teilgenommen, wäre ich ein sehr viel besserer Vater, ein guter Vater geworden und wäre auch anders mit unserer Berufstätigkeit umgegangen. Meine Frau und ich arbeiteten beide, daher mussten wir unseren Sohn, der 6 Jahre alt war, jeden Tag in einer Kinderkrippe abliefern. Wir zwangen ihn, in den Kindergarten zu gehen, aber dort gefiel es ihm nicht. Als er in die 7. oder 8. Klasse ging, habe ich einmal gesagt, was ist bloß los mit dir? Geh mir aus den Augen, ich kann dich nicht ertragen. Darauf lief er von zu Hause fort. Zwar kam er nach ein paar Tagen wieder, aber fortan begegnete er mir mit Feindseligkeit und Auflehnung. Er sagte, warte nur, wenn ich groß bin, schlage ich dich, wie du mich geschlagen hast. Ich war schockiert, überrascht und fühlte mich elend. Mein Sohn begann mit Freunden zu rauchen und zu trinken, ich verstand ihn nicht. So wurde ich immer unglücklicher. Ich weiß nicht, was ich tun soll, rief ich aus. Was zum Teufel ist nur los? Entschuldigung. Ach, ich habe so viele Gefühle dazu, so viele gleichzeitig, dass ich das nicht zum Ausdruck bringen kann oder will hier gerade. Dann würde ich stundenlang reden. Also was ich bei diesen Zeilen empfinde. Das Elterneffektivitätstraining war eine Offenbarung für mich. Ich verwendete im Alltag Ich-Botschaften und übte aktives Zuhören, auch im Umgang mit meiner Frau und unserem Sohn. Einmal sprach ich ihn am Telefon und sagte, es tut mir leid, dass ich früher so viel Zwang ausgeübt und mich überhaupt so unnachgiebig verhalten habe. Es war mein Fehler. Du musst dich lange Zeit sehr einsam gefühlt haben. Zu meiner Überraschung brach mein Sohn bei diesen Worten in Tränen aus. Er weinte noch eine Zeit lang am Telefon und sagte dann, noch nie im Leben bin ich so glücklich gewesen wie in diesem Moment, Vater. Ich habe mir nie träumen lassen, dass das einmal passiert. Heute teilen wir uns in der Familie unsere Gedanken und Gefühle rückhaltlos mit und helfen einander. Ich bin wirklich glücklich. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum ich so optimistisch bin und fest daran glaube, dass wir etwas für den Frieden in der Welt tun können. Ich bitte Sie von Herzen, praktizieren Sie, was Sie auf diesen Seiten gelernt haben und fördern und bewahren Sie dadurch friedliche Beziehungen. Und also so sehr auch ich bewegt bin von den Zahlen, ich weiß nicht, ob man das merken kann, es bewegt mich extrem, sowohl in meiner Rolle als Vater, als auch in meiner eigenen Rolle als Sohn von beiden Seiten und auch noch in vielen anderen Rollen, die ich in diesem kurzen Leben haben durfte, bewegt mich das extrem, wenn ich das lese. Also keine Ahnung, wie es euch geht, aber mir geht es so, also ich könnte jetzt heulen oder musste Tränen unterdrücken beim Lesen, um weiterlesen zu können oder habe mich dazu entschieden, Tränen zu unterdrücken. Wahrscheinlich keine gute Entscheidung. Obwohl mich das sehr bewegt, was Thomas Gordon hier schreibt oder was er hier wiedergibt von einem Brief, den er erhalten hat, von jemandem, der eben dieses Effektivitätstraining absolviert hat und es einen riesen Folgen für sein privates, persönliches Leben hat, bin ich überzeugt, dass sich die Demokratie in der Welt nicht auf diesem Weg ausbreiten kann. Und der Grund ist, es gibt ganz viele solcher Programme schon lange. Man kann auch viele Religionen letztlich als solche Versuche interpretieren, also Religionen, die schon seit Tausenden von Jahren existieren und zwar mehr als nur eine. Also man kann also diesen Versuch, diesen Weg zu gehen und so uns friedlicher zu machen, so zum Weltfrieden oder freundlichen Verhältnissen beizutragen, als einen jahrtausendlangen Versuch interpretieren, der uns genau dorthin gebracht hat, wo wir heute sind. In sehr, sehr unfriedliche, sehr, sehr gewalttätige Verhältnisse, in denen wir sehr schlecht miteinander und mit uns selber umgehen. Und spätestens ab dem Punkt muss man etwas machen, was meines Erachtens zum Beispiel schon Thomas Hobbes 1651 gemacht hat. Thomas Hobbes kann man auch so verstehen, dass er antwortet auf darauf, dass Platon und Aristoteles sehr wirkungsvoll waren auf die abendländische Geschichte, auch wieder neu entdeckt wurden in der Renaissance und so. Und
Thomas Hobbes dann 1651, kurz nach den englischen Bürgerkriegen, sagt, jetzt ist es ja nicht so, dass Platon und Aristoteles Unbekannte wären oder keinen Einfluss gehabt hätten auf die Geschichte. Vielmehr hatten sie sehr großen Einfluss. Und trotzdem ist hier gerade das passiert, was gerade in den englischen Bürgerkriegen passiert ist. Wie kann denn das sein? Also man kann es auch einfach als Frage verstehen. Und der Schluss, den Thomas Hobbes gezogen hat, meines Erachtens, ist, es läuft so nicht. Also diese Vorstellung, wir üben im Privaten und dann werden wir ganz friedlich und dann breitet sich das über so einen Schneeballeffekt oder weiß nicht wie soll, kaskadiert oder keine Ahnung, wir stecken uns also positiv an, das kann nicht der Weg sein, weil das versuchen wir schon seit Jahrtausenden. Und das hat uns dahin gebracht, wo wir waren, also bei Thomas Hobbes zu dem englischen Bürgerkrieg, ja, und das ist sozusagen wie eine Falsifikation in der Geschichte. Ja, du versuchst X, da passiert Y. Und wenn X funktionieren würde, dann dürfte Y jetzt nicht mehr passieren, ist aber gerade passiert. Und das ist eine Live-Falsifikation. Und genauso kann man also unsere heutige Realität als Falsifikation dieses Geh mit gutem Beispiel voran These, ja, sei du selbst der Wandel, den du in der Welt sehen willst, These verstehen, weil das versuchen wir seit Tausenden von Jahren und das funktioniert nicht. Ja, das nicht funktioniert, können wir daran ablesen, wie die Gesellschaft heute ist. Natürlich könnte man immer sagen, ohne diese ganzen Versuche sähe es noch sehr viel schlimmer aus. Vielleicht stimmt das aber gar nicht. Wir wissen es nämlich nicht. Das haben wir nämlich noch nie probiert. Wir haben noch nie probiert, dieses Do-it-yourself-Way oder sei du selbst oder geh mit gutem Beispiel voran, diesen Eigeninitiative-Weg auch mal sein zu lassen. Und stattdessen zu sagen, vielleicht ist es ja ganz ausschließlich und allein ein politisches Problem, das heißt ein strukturelles Problem, ein Problem, das systemisch durch soziale Systeme, durch geeignete Verfahren adressiert werden muss und nicht durch Training. Nicht indem wir ganz viel meditieren, ganz viel Yoga machen, unterm Feigenbaum im Lotussitz da sitzen oder ganz viel Rosenkranz beten oder ganz viel beichten oder solche Kulturtechniken, das sind ja alles Kulturtechniken, nicht indem wir das machen, sondern indem wir andere Institutionen bauen. Ja, das ist ein anderer Weg. Und meines Erachtens ist der eine Weg eben der individualethische, moralistische und eben auch teilweise religiöse Weg. Der andere Weg ist der verfahrenstechnische, verfassungstechnische, strukturelle, politische Weg. Und meines Erachtens hat Thomas Hobbes bei allem, was er falsch gemacht hat, also ich bin ja kein Hobbesianer im Großen und Ganzen, ich halte also die Antworten, die Thomas Hobbes gefunden hat, auf ein sehr richtig erkanntes Problem für vollkommen falsch. Thomas Hobbes ist für mich der Hauptverantwortliche, dass wir in der Neuzeit, neben Niccolò Machiavelli, dass wir in der Neuzeit auf Abwege geraten sind im Politischen, also dass wir sozusagen das Politische an sich völlig falsch verstanden haben und auch bis auf den heutigen Tag völlig falsch verstehen, was ist überhaupt Politik, wie funktioniert Politik, worin besteht Politik, in welchen Institutionen besteht Politik, wie sind wirklich politische Verfassungen eigentlich gebaut, sind wir in einem kollektiven, anhaltenden Irrtum gefangen seit Jahrhunderten, meines Erachtens, und dafür ist Thomas Hobbes zentral mitverantwortlich. Was Thomas Hobbes aber trotzdem gut erkannt hat, er hat dieses Problem gut analysiert. Also ich gehe fast zu 100% mit Thomas Hobbes Problemanalyse mit, bei seinem Lösungsvorschlag gehe ich nicht mit. Ja, also ich glaube, dass er das Problem richtig erkannt hat, die Lösung war halt die falsche. Und wir sind Erben leider mehr der hobbesianischen Lösung als seiner Problemanalyse. Wir haben eigentlich die Problemanalyse so ein bisschen weggelassen. Da haben wir Hobbes nicht gekauft, obwohl das sehr klug ist. Dafür haben wir den dummen Antwortteil von Thomas Hobbes gekauft. Ja, und das ist also, wo wir sind. Wir verstehen unsere eigenen Probleme nicht. Wir verstehen uns selber nicht. Wir verstehen unsere eigene Gesellschaft, in der wir tagtäglich leben, nicht wirklich. Und wir haben schon überhaupt gar keine Antworten auf sie, keine konstruktiven, sondern wir nehmen Antworten von ja, vor Jahrtausenden, die vielleicht auch damals schon schlecht waren, vor Jahrtausenden, und benutzen sie heute und wiederholen sie und wiederholen sie und wiederholen sie und wundern uns, warum nichts besser wird. Und dann, als nichts besser wird, aus Frustration beschimpfen wir uns und andere und machen Schuldzuschreibungen. Ja, wir sind so dumm und tralala, das mache ich ja auch die ganze Zeit. Also zur Entlastung beschuldigen wir dann uns selber und andere. Dass es also einfach ein technischer, wie soll man sagen, Fehlentwicklung ist oder ein technischer Fehlschlüsse sind. Das wird einfach nur, ne, also ein rein technisches fehlendes Know-how. Man weiß nicht, wie es geht. Ja? Man ist also in der Problemanalyse falsch und man ist in der Lösungsfindung falsch unterwegs. Man müsste das einfach rein technisch korrigieren, ganz pragmatisch, ganz sachlich, ganz nüchtern. Das ist irgendwie nicht unser Ding. Und also zumindest die hobbesianische Nüchternkeit gefällt mir. Dieses atomistisch-mechanistische Denken, das dahinter steht, ja, da steht ja eine ganze Körpertheorie dahinter. Also, wer schon mal De Corpore gelesen hat von Thomas Hobbes oder die Anfangskapitel des Leviathan, nicht nur die späteren politischen, sondern so die ersten 5 bis 10 Kapitel des Leviathan und die da also wirklich mit eifrigem Bemühen studiert hat, versteht, dass da sehr viel mehr drin steckt als eben nur eine politische Theorie, sondern eine ganze, ja, Metaphysik, wenn man so will. Also, was ich sagen will, ist, das, was Thomas Hobbes
macht, ist ziemlich schlau. Das, was Thomas Gordon macht, ist auch ziemlich schlau. Spannend wird es, wenn man die beiden zusammenbringt. Also wenn man versteht, dass die Probleme, die wir in der Politik haben, Beziehungsprobleme sind. Und wenn man dann aber den Thomas Gordon nicht mehr individualethisch liest, liest nicht mehr als Anleitung, unser privates, persönliches Leben zu verbessern, sondern unsere Institutionen so zu bauen, dass das, was eben in dem ganzen Buch hier beschrieben wird, systemisch wird, dass es Verfassung wird, dass es Teil, also dass die Erkenntnisse, die Prinzipien, die dahinter da stecken, verfassungsmäßig werden. Und das würde eben bedeuten, eine wirklich, wirklich, wirklich demokratische Verfassung aus der Taufe zu heben, die eher anschließt eben an die antike Demokratie als an die Formen, die wir in der Neuzeit moderne erfunden und verkorkst haben. Wir leben in völlig verkorksten Verhältnissen, verfassungstechnisch. Und das ist nicht zufällig so, das gibt historische, kulturgeschichtliche Gründe, dass wir uns so derart verlaufen haben. Wir kommen da aber nicht mehr raus. Wir sind völlig verstrickt. Wir kommen da nicht mehr raus. Wir sind auf derart auf Abwägen und also wir machen Fehler und Folgefehler und Folgefolgefehler. Also es gehört tatsächlich, wir müssen ganz grundsätzlich aufräumen. Das ist leider so. Wir müssen tatsächlich radikal werden und zu den Wurzeln gehen unserer Probleme. Und das bedeutet, dass wir unseren Politik- und Demokratiebegriff revidieren müssen und zwar gründlich. Dass wir etwas ganz, ganz anderes unter Politik verstehen als bisher und dass wir etwas ganz, ganz anderes unter Demokratie verstehen als bisher. Also dass wir damit aufräumen mit diesen Irrtümern, was denn eigentlich Politik sei und was eigentlich Demokratie sei, in denen wir tief, tief drin stecken. Wir stecken so tief in der Scheiße, dass, ja, also wenn man einem das mal bewusst ist, wie schlimm es wirklich ist, das ist kaum auszuhalten, muss man ehrlich sagen. Ja, also es ist alles wirklich noch viel schlimmer, noch viel, viel schlimmer. Und wenn wir nicht aufpassen, dürfen wir dieses viel, viel schlimmer am eigenen Leib erleben und erleiden. Und das wünsche ich uns einfach allen nicht, weil ich niemand bin, der Freude hat, sich selber und anderen Menschen beim Leiden zuzuschauen, zuzuhören, zuzufühlen. Da geht es mir einfach selber schlecht. Ich habe kein Interesse an leidenden Menschen. Dazu bin ich zu, keine Ahnung, empathisch, weiß nicht, was das ist, was da bei mir falsch gelaufen ist. Auf jeden Fall macht es immer etwas mit mir, wenn es anderen Menschen gut geht, selbst wenn ich nicht beteiligt bin, nur das zu sehen oder zu hören. Einem anderen Menschen geht es gut, da geht es mir gut. Wenn ich höre, sehe und sehe und mitkriege, einem anderen Menschen geht es schlecht, geht es mir auch schlecht. So ein komischer Mensch bin ich. Obwohl ich ja so verkopft bin, vielleicht bin ich auch nur deswegen so verkopft, um mich davon zu distanzieren, also von diesem hyperempathischen Tralala, was da irgendwie in mir ist, mit dem man in dieser Welt, der es so schlecht um uns bestellt ist, einfach nicht leben kann. Ja, also jemand wie ich, der so wenig abgegrenzt ist nach außen, der derart sozusagen unmittelbar mitfühlend ist, kann in einer Umwelt, in der es die ganze Zeit allen Menschen schlecht geht, nahezu sehr schwer überleben. Ja, also ich kämpfe täglich gefühlt ums Überleben tatsächlich, ja, das auszuhalten. Ohne Drogen zu nehmen und ohne mir die Birne wegzuballern, komplett. Ja. Und die Technik, auf die ich gekommen bin, ist, ich bin Philosoph geworden, das heißt, ich bin ein Theoretiker geworden, das heißt, ich habe die Techniken der kognitiven Dissonanz erlernt, ja, Mastery of Cognitive Dissonance, also das heißt, ich kann mich mental extrem distanzieren, ich bin ein unglaublich verkopfter Mensch geworden, meines Erachtens bin ich das aber deswegen geworden, weil ich sonst diese Welt, so wie sie ist, gar nicht hätte ertragen können. So viel von mir. In aller Verzweiflung, die ich mitbringe. Es geht dann weiter im nächsten Video. Also damit ist jetzt der Abschnitt Ausbreitung der Demokratie und der ganze Kapitel Gründe für Optimismus zu Ende. Und es geht dann weiter im nächsten Video mit dem Abschlusskapitel. Das ist dann Q&A, also auf Deutsch Fragen und Antworten. Das sind noch, ich zähle mal, wie viele Seiten sind das noch im Buch? Doch noch eine Menge. Na, das werde ich also nicht in einem Aufwasch schaffen, auf gar keinen Fall. Das wären noch 3-4 Videos, vermute ich mal. Also es sind noch 134, 143 und sind noch 19 Seiten. Bei dem Tempo, das ich so drauf habe, sind es 4-5 Videos, die wahrscheinlich noch kommen. Einfach zu diesen Q&As. Und also nach wie vor, vielleicht bringe ich das nicht richtig rüber, halte ich ganz, ganz viel von Thomas Gordon, weil ich glaube, er will das Richtige. Ich glaube, er will etwas, was uns wirklich allen gut tut. Ich glaube, er hat auch richtig Ahnung davon, was gute Beziehungen sind, also wie gute Beziehungen zustande kommen, wie man sie pflegt und hegt, wie man sie nicht verliert, wie man sie aufbaut und so weiter. Ich halte ihn für einen Wahnsinns-Beziehungspraktiker, einen noch besseren Beziehungspraktiker, als er ein Beziehungstheoretiker ist. Worin er meines Erachtens vollkommen falsch liegt, ist die Individualisierung dieser Probleme und die Entpolitisierung. Also er denkt zu wenig politisch. Und das ist tatsächlich ein schwerwiegender Fehler, damit ist er aber auch nicht allein. Damit ist er im absoluten Mainstream. Wir leben in einer durch und durch privatistischen Gesellschaft, die immer wieder versucht, politische Probleme ins Private abzudrängen und im Privaten zu lösen, also im persönlichsten, privatesten, intimsten, individuellsten Bereich. Und dorthin gehören einfach ganz viele Probleme nicht hin. Sie gehören in den Raum der Politik und müssen von uns gemeinsam eben demokratisch, wirklich demokratisch bearbeitet werden und können auch nur so gelöst werden. Und das ist natürlich, wenn man nicht jetzt diese ganze Attika-Demokratiekiste im Backup hat, also wenn man nicht zufällig Philosophie und Philosophiegeschichte studiert hat
und dann auch noch hinten dran Demokratiegeschichte studiert hat, mit starkem Einschlag eben attische Demokratie, antike Demokratie, ist das wahrscheinlich auch nahezu unmöglich, das zu verstehen. Also alle Leute, wo ich den Eindruck habe, sie haben wirklich Ahnung, was Politik ist, zum Beispiel Leute wie Hannah Arendt oder eben David van Reebroek, sind alle zurück zur Attika gegangen. Man kann so ein bisschen empirisch feststellen, dass die Leute, die wirklich wissen, was Demokratie ist, sich alle mit der antiken Demokratie auseinandergesetzt haben, und zwar gründlich und affirmativ. Und die anderen Leute, die das nicht tun, also entweder sich nur oberflächlich mit Attika beschäftigen oder gar nicht, oder eher so kritisch, das war ja eine Sklavenhaltergesellschaft, sind alles Leute, die nicht verstehen, was Politik und Demokratie überhaupt ist, automatisch. Das scheint ein automatischer Irrtum zu sein. Deswegen ist Attika so wichtig, ja, weil man einfach empirisch feststellen kann, die Leute, die es drauf haben, allesamt, haben diesen Schritt gemacht. Und die Leute, die im Irrtum sind, haben allesamt diesen Schritt nicht gemacht. Insofern scheint es ein notwendiger Schritt zu sein, eine Conditio sine qua non, also eine Bedingung, ohne die du nicht Politik und Demokratie richtig verstehen kannst. Insofern kann ich nach wie vor immer wieder nur sagen, lest Christian Meyer, das ist mein bevorzugter Zugang. Es gibt drei tolle Bücher von Christian Meyer zu dem Thema die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Athen und ein wunderschönes Buch, auch auf diesem Kanal lang und breit besprochen, mit dem schönen Titel Kultur um der Freiheit willen. Ja. Und ich bin auch mit Christian Meyer nicht in allem eins. Einige Dinge interpretiere ich sehr anders als Christian Meyer. Trotzdem ist es der bestmögliche Zugang, meines Erachtens sogar ein noch besserer Zugang als Hannah Arendt. Ja, bei Hannah Arendt gibt es auch so ein paar Einsprengsel, die hochproblematisch sind. Und wenn man also den Politikbegriff, den man heute neu entwickelt, allein von Hannah Arendt nimmt, hat man auch Probleme. Kriegt man einfach Probleme, weil das kann man einfach so heute nicht mehr machen, nicht mehr bringen. Auch Hannah Arendt war ein Kind ihrer Zeit und das war keine schöne Zeit. Ja. Und natürlich hat das Spuren hinterlassen. Wie könnte es anders? Also wir haben heute andere Möglichkeiten. Wir haben andere Möglichkeiten, Politik neu zu erfinden, Demokratie neu zu erfinden und neu zu denken und vor allem neu zu machen, als das in den 40er, 50er, 60er Jahren der Fall war, letztes Jahrhundert. So, das war jetzt doch sehr weitschweifig. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich grüße euch in all meiner Verzweiflung und in all meinem Wunsch nach Besserung. Eine kleine Seitenankündigung, was ich heute beschlossen habe, was irgendwann passieren wird demnächst. Ich werde wahrscheinlich auf Patreon, versuche ich es jetzt mal, also da, wo man halt leider zahlen muss, um meine Videos zu gucken zu können, werde ich wahrscheinlich sowohl, wenn mir nicht der Saft ausgeht, wenn mir nicht die Energie ausgeht, werde ich sowohl Il Principe von Niccolò Machiavelli lesen, als auch die Discorsi nach und nach, und zwar einfach deswegen, weil ich es bisher noch nie getan habe. Also ich habe die beide im Keller schon viele, viele Jahre oder also 20 Jahre circa. Vor 20 Jahren habe ich mir die gekauft und natürlich angelesen, damals noch im Philosophiestudium. Ich habe es nie gründlich gelesen, A, weil es mich nicht gekickt hat, also hat einfach nicht gezogen, fand ich nie interessant, anders als Hobbes. Ist aber eine große Leerstelle und Manko und ich habe irgendwie Bock drauf, kurz gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob ich es durchhalte, ich habe keine Ahnung, ob ich es nach ein paar Seiten schon wieder weglege und sage, ja, okay, das kann man sich heute sparen. Werde ich machen, ja, also ich werde sozusagen ich reacting to Niccolò Machiavelli machen. Was ich schon jetzt beim Drüberlesen gesehen habe, es ist halt voller zeitgeschichtlicher Bezüge, die man sich alle eigentlich erarbeiten müsste. Also eigentlich müsste man sehr viel mehr Zeit investieren, als ich überhaupt habe. Müsste alle Fußnoten lesen, müsste sehr viel Zusatzrecherchen machen. Das werde ich alles nicht machen. Ich werde einfach lesen und dann werde ich schauen, was ich draus ziehen kann. Ja, und vielleicht auch Randbemerkung, obwohl Il Principe der Fürst viel das bekanntere Werk ist, hat man mir das im Philosophiestudium so vermittelt, dass das eigentlich Interessante bei Machiavelli die Discorsi sind. Also, dass man Il Principe gar nicht lesen muss, wenn man die Discorsi gelesen hat. Deswegen ringe ich noch ein bisschen mit der Reihenfolge. Also lese ich erst das Unwesentlichere, ne, Il Principe, der Fürst, oder lese ich das Gehaltvollere, laut Urteil meiner Philosophielehrer, die Discorsi, bin ich noch unsicher, das wird aber irgendwann passieren. Und die Reihenfolge, Baldo werde ich noch aus. Und wie so oft, wenn man sich nicht entscheiden kann, werde ich wahrscheinlich eine Münze werfen. Gute Methode mit der Münzwurf, wirklich. Wenn man sich gar nicht entscheiden kann und man hat einfach keine Anhaltspunkte, keine Gründe, eine Entscheidung zu treffen, werft eine Münze. Es ist eine fantastische Methode. Spätestens wenn der Münzwurf erfolgt ist, spürt man entweder seinen Widerstand gegen die Entscheidung des Zufalls und dann ist man halt auch entschieden, weil man es dann endlich spüren kann, was man will. Oder man macht halt einfach, was der Zufall will und überlässt es wirklich dem Zufall zu entscheiden. Das ist eine viel bessere Methode, als viele glauben. Häufig im Coaching schon angewandt. Also wenn Leute sich gar nicht entscheiden können, aber eine Entscheidung ist dringend dran, habe ich viele schon zum Münzwurf genötigt oder ihn für sie vollzogen. Und es hat uns so gut wie immer weitergebracht im Coaching-Prozess. Das ist eine gern genutzte Intervention von mir. Wir müssen meistens ziemlich viel lachen dabei, weil es halt so absurd ist, das zu machen. Funktioniert aber 1A.
kann ich aus der Praxis berichten. Ne? So ein bisschen Praxiserfahrung habe ich ja auch. So, in diesem Sinne, ceterum censeo, democratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich dafür, dass in der Demokratie gelost werden soll, muss, darf, kann, was auch immer.